Schwert, oder? Oder? Ein Sticky unten und dann das Material darüber. Was machst du da, Hocke? Ich such dein Lager, ich hab's tatsächlich auch irgendwie verplant, Bruder. Hier, direkt hier rein. Ja, dein Haus ist so kompliziert. Ja, total. Ja, das versteht es auf verschiedenen Ebenen. Meins ist eigentlich komplett ein. Auf jeden Fall auf einer Ebene. Okay, muchas gracias. So, dann springe ich mal hier runter. Das geht ja gar nicht. Oh, scheiße, epischer Lag. What the fuck? Na gut, Ja, jetzt bei mir geht's. stehst du ja noch. Na, ich bin schon weg. Du solltest ja am besten mal. Hast du aus Eisen gemacht? Oder aus welchem Material? Ich? Ja? Holz. Ich geb dir mal Eisen. Geht doch, das kann ich ja nicht mit ansehen hier. Ach, Holz ist genial. Ja, man muss klein anfangen. Ich Okay, habe hier schon eine hier. Tür, siehst du? Ich stell's mir jetzt irgendwo Bleib mal stehen hier, ich will dir Eisen geben. Du stehst mit beiden Beinen mitten im Leben, ne? Mit Holz-Items kommst du nicht weit, okay? Ja, ein Stack Eisen. Damit solltest du erstmal bedient sein. Okay. Weil mit Holz-Items kannst du zum Beispiel kein Eisen abbauen oder so. Wo stelle ich denn jetzt die Tür hin? Fahren braucht man gar nicht. Ach, ich behalte die erstmal. So, jetzt müsste mal wieder Tag sein, da gehe ich mal ein bisschen farmen. Man braucht Federn und keinen Faden, man Wie möchte. beautiful Formen. Alter, die Höhle hier unten, ne? Die ist so eine Todesfalle. Das ist nicht Habt ihr gut. eigentlich auch das Problem in Minecraft, dass man da keinen V-Sync-Gang machen kann und man nervige Zeilenverschiebungen hat? V-Sync? Ist noch nie aufgefallen. Nö, nee, mir auch nicht. Warum ist ein Creeper in deiner Berghütte? Wo? Welche? Was? Wie? Da, wo du die Wo? Brücke hingebaut hast, die habe ich den Zuschauern noch gar nicht richtig Oh gezeigt. nein! Oh Mann, Aber du ja, hast. der Weg dahin ist nicht ganz so. Oh, da sind noch gar drei Creeper. Oh mein Gott. Oh, jetzt habe ich aber gleich viele Pfeile. So. Oh mein Gott. Ja, das reicht ja erstmal dicke. Da will ich gar nicht alle mitnehmen. Das soll erstmal reichen. So, aber ich habe mal richtig ausgerüstet fürs Farmen. Denn Papa braucht Diamanten. Papa braucht Diamanten. Hast richtig gehört. Aber in welche Richtung gehe ich jetzt am besten? Ich glaube in die Richtung. Mach ich nicht. Ey. Warum auch immer ist irgendwie ein Bug mit dem Texture Pack bei den neuen Treppen drin. Nicht gut. So, auf geht's. Wo ist hier ein Wald? Ach, da unten. Na, ich geb. Ah ja, ich gehe mal Also, Bäume sind ja genug. Ja. Aber man kann den Wald natürlich auch vor lauter Bäumen nicht sehen. Aua, Skelett? Ja, geil. Das Skelett hat sich den einzigen Erdblock gesucht, unter dem es Schutz vor der Sonne haben kann. Das machen die ja mit Absicht jetzt. Sie sind darauf programmiert. Ja, sie sind voll klug geworden jetzt. Zu Genau, wie klug. die Zombies, die nicht gerne in Abgründe laufen. Ja, klüger als du. Okay. Errungenschaft erzielt, dreimal auf Holz geklopft. Yeah. Like a boss. Mach mal den Regen weg. Nee, der muss anbleiben. Wir schießen jetzt ja nicht mehr. Ja, aber es ist halt ein bisschen Nein, blöd. der Du bleibt musst an. jetzt. Der bleibt an. Ein Wir haben Schaf. so lange an einem kleinen Special gearbeitet in Game Mode, dass wir mal gar nicht mehr gewohnt sind, nicht mehr zu cheaten. Oh, das hat geblitzt. Oh mein Gott! Ja, tut's bei mir auch gerade. Nein, ich sehe es auf jeden Fall noch. Aber bei mir regnet es nicht, sondern nur schneit nur. Ja, wenn du bist, dann Genau. der Regen, ja, dann nervt. Ja, aber er muss anbleiben. Er nervt. Ja, egal, bleib trotzdem an. Macht mich kirre. Ja, Pech gehabt. Pech gehabt. Miau! Damit weißt du jetzt, wie gut der Schnee ist. Ah, ich finde das cool, dass man jetzt auch Erfahrung bekommt, wenn man Sachen abbaut. Ja, Ja. Kohle. Hab ich gerade Genau. gemerkt. So. So. Habt ihr eigentlich schon sowas wie eine Tierfarm? Ja, die steht bei mir oben. Da kannst du dich gerne beim Bredin ein paar Tiere schlachten, aber dann lass sie mal vorher miteinander bis fortpflanzen. Das hast du schön umschrieben. Genau. Fick man so. Naja, für die ganzen jugendlichen Zuschauer dürfen wir das nicht aussprechen. Ach ja.
Wir haben überhaupt gar keine jugendlichen Zuschauer. Unsere Zuschauer sind alle von 11 bis 12. Nur Kriegsveteranen. Genau. Vietnam-Veteranen, ne? Erster Weltkrieg, Alter. Ah, Creeper! Ja, das war noch am härtesten. Am höchsten aber ich auf der Ostfront, so. Autsch. Ja, ich glaube auch. Alter, der Donner macht mir voll Schiss. Meine Güte. Ja, auf den fick Regen weg, ey. Nein, Mann. Das ist eine Babykuh, die hat voll Schiss davor. Das ist wer gescheatet. Sammeln sich alle am Ausgang, weil die hier weg wollen. Nein, war doch keine Scheiße. Tötest du gerade Tiere oder was? Nein. Ja, aber ich bin nur gerade hochgegangen. Achso. Naja, wenn halt Tiere vorher vorpflanzen lassen und dann töten. Ja. Und bei den Hühnern am besten noch nicht, nämlich davon habe ich irgendwie nur zwei. Achso. Aber die Rinder sind ja. Aber ich habe da gerade ein paar neue Hühner hingepackt, also ich habe ein paar meiner Eier dahin geworfen. Oh, das ist cool. Gut, was passiert. Ja, kannst du auch welche nehmen, Mann. Ich habe meinen Automaten ein bisschen aufgefüllt. Also ich müsste jetzt bei Folge 5 sein oder so und das ist echt spannend. Man sieht mir minutenlang beim Holzhacken so. Das gehört halt dazu beim Minecraft. Oh Mann. Es gibt richtig viele Likes. Ich hab dir doch schon ein paar Materialien da gegeben, oder nicht? Das stimmt, ja, aber. Trotzdem hat man ja Minecraft Holz. Ich will mal in das Spielerlebnis ein bisschen eintauchen hier. Ja, also dann beschwer dich nicht. So. Ja, jetzt habe ich schon wieder keine Fackeln. Gott, da stehen zwei Creeper. Mitten am Tag. Ja, es regnet halt. Hier auf der Lauer. Da geh ich mal besser nicht hin. Ach, liegt der kleine Tobi. Und wie ging's nochmal? Wie der kleine Tobi tanzen kann. Ich sing besser nicht. Scheiße. Ja. Wollte ich gerade drum bin. Jetzt hab ich einen Ohrbaum davon, danke sehr. Genauso wie TNT in Dynamite. Nein, nein, jetzt kommt dieser scheiß Creeper hier. Oh, nix in den Alter, hammergeiler Sonnenaufgang hier. Ne, Untergang ist das. I think so. Ich trete beim Rückzug an. Das war's für heute. Das ist ja mal total crazy, ne? Ich bin gerade ungefähr 20 Blöcke unter der Erde. Trotzdem höre ich noch den Donner, als auf Strecken dann. Ein Baum steht oder so. Ich hab Minecraft-Effekte komplett raus. Was? Hoffentlich sind jetzt nicht zu laut, Donner, kann ja auch sein. In der Aufnahme. Wieso spawnen hier Mobs auf der Brücke und so, auf dem ganzen Weg? Ich hatte das super gut ausgeleuchtet. Oh, Lucy. Oh, das sind Lucy. Na, ich glaube, die laufen da rein. Von der Seite, wo nichts kommt. Ja. Ja, hammer geil, Spinne. Ja, lieber dich nicht umbringen. Irgendwie habe ich mich jetzt hier verlaufen. Es ist Nacht und ich muss ganz schnell zurück. Oh Gott. Drück F3. Genau, das sind die Koordinaten. Und Tobi kann ja mal deine Koordinaten durchgeben. In unser Haus. Ich glaube, ich habe euch auch gefunden. Minus 100 und 160. Ja, eigentlich sind wir doch direkt beim Spawn. Ja. Fast zumindest. Naja, falls ich sterben soll. Aber das Spawn ist ein bisschen komisch. Ich glaube, ich habe jetzt verlierst du bloß deine ganzen Sachen. Ja, das wäre nicht so schön. Ah. So, dann drücke ich mal F3, also was war's? Du musst bei X und Z... Ja, X... Geh mal X minus 180 und Z 190. Lass mich schon passen. Ah, ich habe eine Spalte gefunden. Ja. Keiner, der jetzt kommt und sagt, er hat Spalte gesagt. Ja. Alter. Achso, Krümel in der Spalte, das ist scheiße, und zwar alte. Hä? Kenn ich nicht. Kennst du nicht? Ja, jetzt schon. Ich hau mal einfach so ein paar Eier in die Lava. Das so, klingt lustig zu. Die Richtung müsste jetzt mal stimmen. Mal gucken, ob ich das überlebe. Schon lauter Viecher. Achso, du bist ja mal der produktivste. Soll ich dir mal entgegenkommen? Ja, mach mal eine Rettungsaktion. Rettungsaktion? Okay. Aber das war echt nebenan direkt, weil das kann eigentlich echt nicht sein. Das ist ja jetzt hier schon. Eigentlich ist der Berg auch schwer zu übersehen. Das war die Rettungsaktion. Du hast das schon angestellt. Ich hab euch gefunden. Bist du gefallen.
Brauchst nicht mehr kommen. Ich weiß, was lang geht. Ja, ich muss trotzdem kommen, meine Sachen zu holen. Oh, oh, oh. Ich bin vom Berg ins Wasser gesprungen und hab meinen blauen Kaffee. Das war Trick. Alter, warum höre ich den Donner immer noch? Regnet es immer noch bei euch? Lang die... Ja. Ja. Mach mal weg, das laggt deshalb. Nee. Mein Spiel braucht ja ewig, um die Texturen nachzuladen. Ah, ich hab sogar Redstone gefunden. Ich muss mal irgendwas mit Redstone bauen. Ach echt? Automatische Tür oder sowas. Ja, könnte ich doch prinzipiell. Aber was ich alles verloren hab an Sachen, ey. Alles wieder los. Ne? Ab wann erscheinen Diamanten? In welcher Höhe nochmal? Ich bin gerade bei... 12 ungefähr. 12 ungefähr. Oh, ist praktisch. Ich bin nämlich genau auf 12. Aber ich sehe nur Lapislazuli und Redstone. Ja, ich habe meine Diamantenrüstung verloren. Oh mein Gott. Wie sollst du die denn verloren haben? Die spawnt normalerweise nicht. Ja, die ist da im Wasser überall. Achso. Das finden. Na, das und es ist dunkel. Ganz schwer sein, die zu finden. Ist ja schick. Hier habt ihr so einen Museumsgang mit lauter Bildern. Ist gerade bei meinem Bildergang? Ja, ja. Obwohl die Bilder alle die gleichen sind, oder so. Bei mir sind die alle unterschiedlich. Darauf geachtet, aber ich glaube, das sind die auch alle unterschiedlich, ja. In Sparks so. Texture Pack sind ja viel mehr Bilder drin als in den normalen Texture Pack. Ach so. So, du hast wieder zurückgefunden, das ist doch toll. Jetzt bin ich hier allerdings voll am Arsch. Alter, Hauke, du baust doch jeden möglichen Zugang zu deinem Haus von irgendeiner anderen Seite zu, oder? Wovon redest du denn? Egal. Den bei der Terrasse habe ich ja mit Absicht zugemacht, weil da wollte ich keinen haben. Ja, zu spät. Ah, komm, mach den wieder zu. Okay. Ich hab doch extra ein Fenster bei den eigentlichen Eingängen, hab ich doch extra ein Tor weggemacht. Nee, ich muss trotzdem, dann müsste ich ganz drum herum laufen. Das ist doch gar nicht wahr, wenn du bei der Terrasse gleich bist. Ich bin bei der Terrasse. Ja, dann kannst du doch einfach zum Haupteingang gehen. Ja, einmal um den halben Berg laufen. Hä, hey, bist du jetzt bei den Hausteilen, wo ich mit den Braunholz gearbeitet habe? Nein. Ja, bei den andere Terrasse, die Mini-Terrasse. Ich hab keine Ahnung, was. Ich bin schon längst wieder drin, ich hab die auch wieder repariert. Ist ja gut. Ja, Pussy. Du stinkst immer so rum. Und hast du deinen Kram wiedergefunden? Ja. Allerdings habe ich kein Essen mehr. Jetzt muss man selbst sich um dein Essen kümmern. Ja, Melonen. Genau, die hast du auch noch. Das bringt nichts, hier lang zu bauen. Boah, können wir nicht den Regen einfach wegmachen? Nein! Das wäre echt ganz schön langweilig, einfach den Regen wegzumachen. Darf ich mir die nubige Frage erlauben, wie man eine Kiste baut? Holz nehmen und einmal komplett an den Rändern platzieren. In der Mitte muss auch einer. Nein, in der Mitte muss keiner. Natürlich muss in die Mitte einer. Ja, stimmt natürlich, in die Mitte muss auch einer. Ich laufe mir mit dem Halsschwert rum, ey. Ja. Was ich hier bei der Hand hab, ey. Ja. Oh, scheiße. Ist die schon wieder in deinem Bett? Man kann es nicht sehen, dein kleiner Schwanz. Wie macht man dann so eine große Kiste draus? Eine Doppelkiste? Zwei Kisten nebeneinander. Zwei nebeneinander. Alles klar. Was machst du da? Achso. Ich verarbeite jetzt erstmal alles zu Brettern. Einfach alles, was du hast. Ja. Zum Brettern verarbeiten. Da, ich arbeite hier erstmal weiter an der Farm. In welcher Farm? Meiner unterirdischen Farm. Achso. Ah, bei dir weiß man das nicht. Ich trau dir auch mal gerne zu, dass du meine Sachen verunstaltet lässt. Ja, dann sage ich aber nicht meine Farm. Ja, das weiß man nicht. Nein, das stimmt. Bam, Creeper. Bam! Stirb, du Stück. Ich bin der Creeper Slayer. Ja,
Diese Höhle ist nicht besonders ergiebig für mich. Keinen einzigen Scheiß-Diamanten. Ach, hier geht's ja noch rein. So steht hier unten in